Wir wenigstens nicht schon genug zum Tun hättest. Ist für mich doch wie Therapie. Wo anderen Vermögen für Yoga ausgeben, da entspanne ich mich halt beim Streichen. Also müsstest mir eigentlich noch was zahlen dafür. Wie ein Profi. Fehlt nur noch, dass du deine Frau auch noch als Anstreicherin vermietest. Gar keine schlechte Idee, Mama. Sind die Brechts schon weg? Ja, Gott sei Dank. Die sind beim Raften. Haben ihm die Eier wieder nicht gepasst. Und die Semmeln und der Kaffee und das Wetter und alles halt. Na komm, eine Woche noch. Hast du ein neues Parfum? Terpentin. Schmal. Hast du noch einen Termin? Der Toni hat mir gebeten, dass ich mit ihm die Brücke in der Teufelsschlucht inspiziere. Weil du ja sonst nichts zu tun hast, gell? Du sagst es. Rainer, bitte, das ist doch viel zu gefährlich für Timmy. Du immer mit deiner Überängstlichkeit. Timmy ist der geborene Sportler. Stimmt's, Timmy? Ja, lass uns endlich losfahren. Zum Geburtstag kaufe ich dir ein richtiges Kajak. So, Partner, auf geht's. Timmy, komm mal her, trink noch einen Schluck. Wollen wir der Mama mal zeigen, was ein richtiger Rafter ist? Ja. Grüß dich, Johann. Servus, bist du soweit? Ja, packen wir's. Du, deine Blumen bräuchten mal wieder Wasser. Ja, ja, der Garten. War der Evelyn ja ein und alles. Umso wichtiger ist, dass du es jetzt gehst. Du musst dem Papa nichts beweisen. Echt nicht. So, fertig. Komm. Endlich! Und rein mit dir. Komm gleich. Mama! Mama! Timmy! 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 Mama, ich hab Angst! Timmy! Mama! Timmy! Timmy! Oh, Entschuldigung. Verflucht doch mal! Josefina, wo ist mein Gummiboot? Josefina, wo sonst denn? Ich muss doch noch üben, bis die Jugendgruppe kommt. Kündige ich. Josefina! Sofort. Jetzt gleich. Josefina, ich flehe Sie an. Kommen Sie und helfen Sie mir! Josefina! Josefina, was hat's denn? Bin schon weg. Josefina, ich kann meinen Schlauchboot nicht finden. Josefina! Wo ist denn die? Josefina! Ich will doch mit der Jugendgruppe zum Wildwasser fahren und da darf ich mich doch nicht blamieren. Kündigung. Wegen unzumutbarer Belastung und Überforderung? Überforderung und Überlastung wegen mir? Das gibt's doch nicht. Josefina! Mama!
Onba scheint sich zu rentieren. Eva streicht gerade das zweite Apartment fertig. Dann sind wir für den Rest der Saison auch schon ausgebucht. Ja, ja. Schön. Das ist natürlich noch mehr Arbeit. Vor allem für die Eva. Und für meine Mama. Moni, ich weiß ja selbst, wie das ist. Die Eva sagt immer zu mir, wir Männer, wir ersticken noch einmal an dem, was wir alles runterschlucken. Mama, hilf mir! Mama! Timmy! Hilfe! Hilfe! Du musst reinspringen, Heiner! Jetzt lass mich! Nimm das Paddel rum! Darauf. Wart nur ein bisschen. Jetzt spring! Da hinten ist er. Da ist jemand bei ihm. Er hat ihn. Sag einmal, wie kannst du da allein runterfahren, hä? Timmy, mein Schatz! Hey, wo rennst du denn hin, Timmy? Kennst du den? Der Sohn von unseren ersten Pensionsgästen. Doch. Familie Brech. Timmy! Oh, Timmy! Oh. Mensch, Junge, was machst du für Sachen? Hast du dir wehgetan? Oh, es tut mir so leid. Die Mama hat nicht aufgepasst auf dich. Oh, Leitner, danke. Grüß Gott. Danke. Hier, Spiegler. Das ist unser Bürgermeister. Alles okay? Komm, Toni, geh mal. Gut. Mein Kleiner. Danke. Du zitterst ja am ganzen Leib. Keine Ursache. Ist dir kalt? Alles klar, Partner. Du warst so tapfer. Maria! Maria! Ja, grüß dich, Frieda. Servus, Maria. Maria, was hat ein Single wie ich schon an Wäsche? Und essen tue ich auch alles, was auf den Tisch kommt. Vom Trinken ganz zu schweigen. Lass mir raten. Haushälterin Nummer 5 hat sich verabschiedet. Und jetzt? Tja, jetzt bin ich wieder ganz allein. Was mache ich falsch, dass mich immer wieder alle nach kürzester Zeit verlassen? Alles. Ich wollte mal hören, was mein kleines, werdendes Enkelchen macht. Ob schon kräftig kickt und tritt. Übrigens, wir haben herrliches Wetter. Was soll das Ganze drumherum geredet? Du merkst genau, ich brauche dringend Hilfe. Mir ist die ganze Rezeption ausgefallen wegen Krankheit. Also tu mir den Gefallen, Carlo, und lass deine Frau ein paar Tage reinkommen nach Elmau. Ich brauche sie dringend. Danke dir. Ciao. Schon besser. Unter einer zünftigen Hüttenjause stelle ich mir eigentlich was anderes vor, als jedes Mal so eine läppische Käseplatte. Gestern gab Schinkenbrote. Jetzt werd du mal nicht frech. Das Bier ist auch warm. Schrecklich, was? Deswegen stelle ich mir immer kleine. Meinst du eins? Ja, bring sie mal. Vielen Dank nochmal, Herr Leitner. Wenn Sie nicht gewesen wären, der Timmy. Wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Magst du Pferdl? Ja.
Kommst morgen mit deinen Eltern runter zur Kirche, dann kannst du ein bisschen Kutsche fahren. Haflinger? Lass ihn doch gleich heilig sprechen. Oh, Heiner. Ja, bring mal gleich ans Bier. Die Pensionsgäste nicht da, solche Depp. Versprich mir, dass du mich nicht schlagst. Warum sollte? Der Friedel hat mich ganz offiziell gebeten, seine Haushälterin zu werden. Sogar mein spinnt denn der? Na, nicht wie du meinst, doch nur Part-Time, wie die Eva gesagt hat. Der ist da heroben mit. Gegen ein gewisses Entgelt natürlich. Das kenne ich schon. Frist für drei und zahlt bloß für einen. Zweimal die Woche fahre ich runter und räume ein bisschen auf, mach die Wäsche. Dann wird dir das nicht zu viel? Also von mir aus. Du machst doch eh, was du willst. Ich weiß noch genau, wie du hier angefangen hast. Als ob es gestern gewesen war. Weißt du was, Toni? Ich hol jetzt einen Schnaps und dann ratschen wir jetzt mal ein bisschen. Kein Schnaps mehr, bitte. Geh weiter. Einer bringt dich schon nicht um. Weißt du, Toni, wir Männer, wir reden ja nicht gerne über Gefühle und so Sachen. Aber jetzt ist doch schon eine ganz schöne Zeit lang her, dass die Evelyn gestorben ist. Und irgendwann einmal muss das Leben weitergehen. Und was ich da sagen wollte, ist, wenn du meinen Freund brauchst, dann bin ich für dich da. Danke dir, Johann. Ist gut, das zu wissen. Gesundheit. Vergeht's gut. Hoppala. Möchtest du das Auto lieber stehen lassen? Ne? Ah, geht schon. Na komm, mach keinen Schmarrn. Räum jetzt mal die Küche auf und dann fahr die runter. Gib mir einen Schlüssel. Die zwei Schnapsal. Ja, zwei bei mir. Ich hab ne Bier gehabt, so war's doch.
Um Gottes Willen, Toni, was ist denn passiert, Toni? Johann, ich bin gegen das Brückengeländer gefahren. Und, hast du dich verletzt? Nein, ist nicht so schlimm. Bloß die Hand. Sag einmal her. Scheiße, komm, rutsch rüber, ich fahr dich zum Arzt. Nein, kein Arzt, ich will nur noch heim. Du, ich wollte dich bitten, dass das unter uns bleibt. Da täten doch bloß alle denken, ich hätte einen Rausch gehabt. Ja, ja, ist doch Ehrensache. Ich stell das Auto morgen vor die Tür und den Schlüssel lasse ich stecken, okay? Alles gut. Tausend Dank, Johann. Ich weiß nicht, was ich ohne dich gemacht hätte. Jetzt schlaf dir erst einmal aus. Fahr gut. Servus. Vierte. Vormittag freigegeben. Echt? Du bist der Engel. Du bist der beste Chef, den sich ein Mann wünschen kann. Naja, immer wenn du überraschend blau machen darfst, dann, ja? Wann bist du eigentlich gestern Abend nach Hause gekommen? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist doch wurscht, oder? Und das Auto von Toni, wieso steht das vor der Haustür? Na, der war so schlecht beieinander gestern. Dann habe ich schnell heimgefahren. Ich bringe ihm den Wagen nachher wieder. Entsetzlich. Ja, man weiß gar nicht, ob er durchkommt. Ja, aufgefahren haben sie. Ja, und einfach liegen lassen. Ja, Fahrerflucht. Ja, man weiß nicht, da hat der Meixner mitten im Wald gerade vorher haben sie gefunden. Ja, bewusstlos. Ja, ja, freilich bewusstlos. Ja, der kommt nicht. Aha, ziemlich wahrscheinlich vom Opfer. Wir sammeln grundsätzlich erstmal alles ein. So. Und jetzt nehmen wir uns das Geländer vor. Einen Menschen anfahren und dann einfach liegen lassen zum Verrecken, das ist doch das Allerletzte. Wenn ich den erwische, dann sorge ich dafür, dass der so schnell aus dem Knast nicht wieder rauskommt. Das sage ich dir. Hol mal einen Fotoapparat. So eine Drecksau. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Sag mal, stimmt irgendwas nicht mit dir? Mit mir? Zuerst war es der Johann, jetzt der Carlo. Wieso laufen dir denn immer die Männer davon? Dem Johann bin zufällig ich weglaufen. Na eben, das sag ich doch. Seinem Mann läuft man doch nur weg, wenn man entweder deppert ist oder größenwahnsinnig. Nimm dir mal ein Beispiel an Eva. Die hält schon 10 Jahre mit ihm aus. Und das als Zugereiste. Ich hab mir sagen lassen, es soll Väter geben, die halten zu ihren Töchtern. Na und was ist mit dem Baby? Oder hat der Carlo das vielleicht auch mitgenommen? Es gibt kein Baby. Essen und trinken und den lieben Gott im Himmel. Was braucht der Mensch mehr?
Ein Dach über dem Kopf, ein Auto in der Garage. Auf Wiederschauen. 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 Das ist alles unnütziger Ballast. Wiederschauen. Die Anita ist angekommen. Und? Sieht man schon was? Rank und schlank wie immer. Nein, der Martin ist außer sich verfreut, dass er endlich Opa wird. Ja, Zeit wird's. Ein Baby. Nix riecht so gut wie ein frisch gebadetes Baby. Ja, die sind schon goldig, die kleinen Hosenscheißer. Willst dann laufen lernen? Ja, ja. Jesus wusste schon, als er sprach. Lasse die Kindlein zu uns kommen. Ich gehe jetzt eine Runde schwimmen. Herrgott, Sakra. Das haben wir zwei aber mal wieder mit alle zwei Füßen direkt im Fettnäpfchen gestanden. Wieso? Was haben wir denn gesagt? Ach, ist doch der Eva ihr sehnlichster Wunsch, ist endlich ein Kind zu kriegen. Packen wir's. Ja. Und mein Kaffee? Den lasst stehen und die Hütten sperren wir zu. Auf dem Gebiet, aber ich habe gehört, dass Aufregung dem Kind schadet. Vielleicht soll sie erst mal ein bisschen beruhigen. Das war doch nur ein Rechenfehler. Ich war überhaupt nicht schwanger. Ich habe es nur gehofft. Dafür hast du es aber eine ganz schön große Glocke gehängt. Doch. Der mein werter Vater mir jetzt zu erschlagen droht. Und schuld hast übrigens du. Was, ich? Weil du mit dem Johann so glücklich bist. Aha, und deswegen bin ich jetzt schuld daran, dass du hier sitzt und dir die Augen aus dem Kopf holst. Ja, ja, wann immer sich die kleinste Chance bietet, wer wird mir unter die Nase gerieben? Die heilige Eva von der Rübezahlalm. Und jetzt rat mal, wer mir ständig unter die Nase gerieben wird. Ist nicht wahr. Seit ich Johann das erste Mal in Elmau besucht habe, seit über 10 Jahren, muss ich mir ständig irgendwelche Lobgesänge über dich anhören. Und als es auch noch hieß, dass du schwanger bist, dann... Also, klappt's weiter nicht bei euch? Nein. Aber davon geht die Welt nicht unter. Aber es tut halt weh. So wie wenn einem der Ehemann wegläuft. Carlo hat dich verlassen? Ja. Und die Welt ist bislang auch noch nicht untergegangen. Ja, um Gottes Willen. Es ist gelb! Es ist aus Gummi! Na, sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ein stinknormales, gelbes Gummischlauchboot! Na, das ist einmalig auf der ganzen Welt! Ach, Schmarrn! Sowas gibt's überreuen! Ich hab's! Meinst, das lässt sich noch herrichten? Einfacher wär's, man täte das Haus anzünden. Wegen einem Schlauchboot. Hochwürden! Würden's halt ganz schnell kommen. Unser Nachbar, der Meixner Ferdi, der liegt doch seit dem Unfall im Koma. Was? Ja, wissen's denn nicht, was los ist? Wo es doch praktisch vor ihrer eigenen Haustür passiert ist. Keiner da. Schon schön. Schön ist schon.
Schauen wir später wieder vorbei. Grüß Gott, Herr Leitner. Servus, Jenny. Und? Alles klar für die Hochzeit? Ja, die Kutsche ist schon geschmückt und die Mägde habe ich auch schon geputzt. Ja, dann schauen wir mal, komm. Das ist doch super. Danke. Schön gemacht. Und hol mal einen Rico, oder? Ja, bitte schön. Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Ist das Ihr Auto? Ja. Kommen Sie mal mit, bitte. Können Sie sich das erklären? Keine Ahnung. Nach unseren Ermittlungen haben Sie gestern Nacht einen Unfall gehabt. Ich? Ich habe gestern Abend gearbeitet und dann bin ich schlafen gegangen. Gibt es dafür Zeugen? Ich lebe allein. Meine Frau ist vor kurzem gestorben. Oh, Entschuldigung. Können Sie mir erklären, wie Ihr Auto an den Unfallort gekommen ist? Haben Sie irgendwas gemerkt heute Nacht? Nein, tut mir leid. Den Schlüssel, lassen Sie den immer stecken? Ja, klar. Wer klaut schon Bürgermeister sein Auto? Protokoll. Muss man halten, oder? Ich wünschte, das wird sein Vater auch begreifen. Ja, ja. Timmy, immer schön festhalten. Hey, 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 jetzt haben wir auf dem Scheiß. Komm, Timmy, wir gehen Mountainbiken. Heiner, bitte, ich... Halt du dich da raus. Viel Spaß, Herr Precht. Genau das meinte ich. Tut mir leid. Wiedersehen. Hier! Sie sind die Frau von Meixner. Ja, vom Ferdi. Und, wie geht's ihm? Liegt im Koma. Es war keine Fahrerflucht. Ich hab doch nicht gemerkt, dass ich ihn angefahren hab. Toni, du musst irgendwas gespürt haben, als du ihn erwischt hast. Ich hab nur kurz vorher diesen Schatten gesehen. Ja, deshalb habe ich ja das Lenkrad rumgerissen. Und wie ich ausgestiegen bin, war da nichts. Weil der arme Kerl ja den Abhang runtergestürzt ist. Ich hab doch gedacht, es wäre eine Art Halluzination. Du weißt doch, wie sowas ist. Mein Gott, er ist keine 10 Meter vom Auto weggelegen. Wenn wir nach ihm gesucht hätten. Und jetzt? Jetzt gehen wir zur Polizei. Besser, du stellst dich, bevor ich da selber draufkomme. Lass mich noch einmal eine Nacht drüber schlafen. Toni, du bist nicht irgendwer, Nehmer, du bist der Bürgermeister. Ja, deshalb muss ich ja nachdenken drüber. Ich hab doch nicht gewusst, dass ich einen Menschen angefahren hab. Wenn ich zur Polizei gehe,
wird der Ferdi dadurch nicht schneller gesund. Aber ich kann einpacken. Als Mensch und als Bürgermeister. Also gut. Eine Nacht. Danke. Ein Radler, bitte. Ja, kommt gleich. Denkst du an die Nudeln? Er hört nicht, er sieht nicht. Spitzenkraft? Normalerweise schon. Was darf's denn sein? Haben Sie ja einen Kaiserschmarrn. Oh, also da müssen Sie mal in der Nebensaison vorbeikommen. Dafür ist momentan keine Zeit. Sind Sie dann auch da? Eigentlich immer. Und wenn nicht, dann bedient Sie gerne meinen Mann. Und hier ist die Speisekarte, da können Sie ja noch was aussuchen. Schön. Johann, Nudeln. Nudeln. Hä? Herr Gott, nochmal, die Nudeln sind alle. Ich wollte dich bitten, in den Schuppen zu gehen, um neue zu holen, okay? Ja, sag's halt gleich. Alles okay? Ja, ist alles okay. Ich hätte gern heute Abend Gesprächstermin. Nudeln sind aus. Ich weiß. Ich weiß. Entschuldigung, ich suche den Herrn Dr. Weber. Ich glaube, er ist da unten. Ah, danke schön. Bitte schön. Servus, du Handicap-Schoner. Hey, alte Bergziege, Johann. Spielst du eine Runde mit? Nein, ich hab keine Zeit. Du, ich bin eigentlich nicht privat hier. So, worum geht's? Fahrerflucht. Nur Blechschaden oder auch Personenschaden? Der Mann liegt im Koma. Das dauert länger. 18 Loch. Ach so. Ja, gut. Wenn's sein muss. Du kennst den Fahrer? Ja, ziemlich gut sogar. Wenn der Verunfallte verletzt ist, kommt das Delikt der fahrlässigen Körperverletzung zum Tragen. Und darauf steht Geldstrafe oder Haft bis zu 3 Jahren. Und mehr nicht? Geh du mal 3 Jahre in den Knast. Und was ist, wenn er stirbt? Geldstrafe oder bis zu 5 Jahren Haft. Schöner Schlag. Was ich nicht verstehe, ist, ihr müsstet das eigentlich wissen, dass er seine Situation durch sein Schweigen verschlechtert. Vogel-Strauß-Politik, hä? Ja, da steckt irgendwie mehr dahinter. Ja, ist aber schade. Ich mag beim Golfspiel mit dem Dr. Weber aus München. Ja, wer spielt denn? Ja, schlecht, aber das ist ja wurscht. Pass auf, ich habe ihm deinen Fall geschildert. Ja, natürlich ohne, dass er einen Namen sagt. Ja, und? Also er vermutet, dass du mit einer Geldstrafe davon kommst. Wie ein Bußgeld. Ja. Ohne Prozess und öffentliches Aufsehen. Ja, ja, Prozess gibt's natürlich schon. Vergiss es. Ach, Toni. Du kommst in Teufels Küche, wenn's da drauf kommen. Das ist da doch klar. Du kannst mit gutem Gewissen behaupten, dass du nichts gemerkt hast. Du hast ja keine Ahnung. Du weißt nicht, was mit mir los ist. Dann sag's mir endlich. Ich merk doch, dass da mehr dahinter steckt. Normalerweise bist du Manns genug und gehst selber zur Polizei. Fahr heim, Johann. Und dann nimm deine Frau so fest du kannst in die Arme. Und genieß jede Sekunde, die du mit ihr hast.
Kann es sein, dass du Jahr für Jahr schöner wirst? Oder kann es sein, dass du Jahr für Jahr kurzsichtiger wirst? Ob das der Effekt ist? Und kann es sein, dass du vom Thema ablenken möchtest? Weißt du noch, was du mir nach unserem letzten Riesenstress versprochen hast? Ja, natürlich. Dass ich mir nicht immer meine Höhle zurückziehe. Aber diesmal ist es was anderes. Es hat wirklich nichts mit uns zu tun. Warum sagst du da nicht einfach, was los ist? Es geht nicht, Eva. Okay. Falls es aber doch eines Tages mit uns zu tun haben sollte, versprichst du mir dann zu reden? Hoch und heilig. So. Und jetzt habe ich Hunger. Das trifft sie gut. Ich habe uns nämlich was eingekauft. Was denn? Schau nach. Wofür ist der? Für dich? Einfach so? Schlechtes Gewissen? Na, nicht wirklich. Heute koche ich. Guten Morgen, Frau Leitner. Guten Morgen. Ja, das bin ich. Aber ihr seid nicht aus Elmau. Kufstein. Aha. Und was kann ich für die Herren tun? Ihr Sohn Johann. Können Sie uns sagen, wo wir den finden? Im Bett. Und wo steht das? Ehe ich das sagt, hätte ich gern wissen, was die Kufsteiner Polizei von meinem Sohn will. Wir ermitteln im Auftrag der Staatsanwaltschaft eine Fahrerflucht mit fahrlässiger Körperverletzung. Der Unfall ist keine 5 Minuten von der Rübezahlalm entfernt passiert. Und wir hätten Ihren Sohn gerne dazu befragt, ob er irgendwas gesehen oder gehört hat. Wann genau soll der Johann denn was gehört oder gesehen haben? Vorgestern Abend zwischen 9 und 11 Uhr. Da war er gar nicht mehr da herum. Aber Sie waren da. Ja, aber gehört oder gesehen habe ich auch nichts. Recht schönen Dank, Frau Leitner. Wiederschauen. Was sagen Sie? Ermitteln Sie zufällig in der Fahrerfluchtgeschichte? Ja. Sind Sie Gast? Wenn Sie ein überbezahltes Rattenloch inklusive Schlangenfraß gastlich nennen? Ist Ihnen vorgestern Abend zwischen 9 und 11 Uhr irgendwas aufgefallen, was im Zusammenhang mit unseren Ermittlungen von Interesse sein könnte? Nö. Da war ich Pizza holen. Danke. Ach, warten Sie. Ich hätte da vielleicht doch noch was. Was gibt's? Wo waren Sie vorgestern Abend? Entschuldigung, was geht denn Sie das an? Sie können die Aussage auch auf dem Revier machen. Was soll ich denn verbrochen haben? Fahrerflucht. Was? Wir hatten einen Hinweis. Jemand hat Sie am Steuer des Unfallwagens gesehen. Doch nicht der Unfall, bei dem der Meixner angefahren wurde. Ich komm gleich mit. Einen kleinen Moment, ja? Was, etwa das, was du mir gestern Abend nicht sagen wolltest? Eva, ich hab nicht angefahren, das musst du mir glauben. Aber du weißt, wer es war, oder ja. Wie? Ja, und warum deckst du ihn? Bitte, Eva, fahr jetzt auf die Hütte und schließ auf. Ich komm so schnell, wie es geht. Das soll nichts mit uns zu tun haben.
auch hallo. Hier ist dein Vater. Na und? Also gut, Schwamm drüber. Das glaube ich einfach nicht. So was bringst auch nur du fertig. Ja, dann kannst du ja wieder nach Hause kommen. Erst wenn du dich in aller Form bei mir entschuldigt hast. Ach komm, Mädel, du weißt doch ganz genau, dass ich das alles nicht so mein. Entschuldige dich. Entschuldigung. Ich höre nichts. Es tut mir leid, verdammt nochmal. Jetzt komm gefälligst nach Hause, wo du hingehörst. Oder. Willst du etwa nicht dabei sein, wenn dem Johann der Prozess gemacht wird? Was denn für ein Prozess? Wegen Fahrerflucht. So, bitte schön, Herr Leitner. Was ist das? Ja. Bitte schön. Bitte schön. Sagen Sie mal, wie kommen Sie jetzt heim? Taxi. Wenn Sie verreisen wollten, ja, lassen wir es vorher wissen. Ja? Schon mal in Hüttenberg gesehen, der mitten in der Saison zusperrt. Schon recht. Besser raus mit den Tränen wie dran ersticken. Und wenn er es doch war? Na, niemals. Aber warum sagt er dann nicht, wie es wirklich passiert ist? Tja. Momentan können wir nichts weiter tun, mit darauf vertrauen, dass er weiß, was er tut. Hoffentlich hast du recht. Oh Gott. Ich habe heute auch noch die Gemeinderatssitzung. Ach, da gehe ich einfach nicht hin. Und obst du da hingehst, und zwar gesattelt und gespornt und mit erhobenem Kopf. Wir leiten es von der Rübezahl allen, wir haben nichts zum Verbergen. Und das wirst du den Deppen zeigen. Hör schon auf, so ein Gesicht zu machen. Es ist doch alles gut gegangen. Ach, gar nichts ist gut gegangen. Erstens liegt der Meixner Ferdi immer noch im Koma. Und zweitens habe ich gelogen bei der Polizei. Und zwar, dass sich die Balken gebogen haben. Ja, wenn wir bei der Version bleiben, dann kann uns doch nichts passieren. Was denn uns? Du vergisst immer, dass ich mit der Geschichte überhaupt nichts zu tun habe. Ehrlich, Toni. Freundschaft hin oder her. Aber das geht mir einfach zu weit. Du hast gesagt, es gibt auf jeden Fall einen Prozess. Ja, und? Den würde ich nicht durchstehen. Nicht in dem Zustand, in dem ich momentan bin. Deswegen kann ich mich auch nicht der Polizei stellen. Verstehst du das nicht? Dann sag halt endlich einmal, was los ist. Ich bin tablettenabhängig, Johann. Seit wann? In der Nacht, nach dem Tod von der Evelyn, da war ich so müde. Wahnsinnig müde, nach all den Tagen und Nächten an ihrem Bett. Aber ich hab nicht einschlafen können. Also bin ich aufgestanden und hab im Medikamentenschrank nach einer Schlaftablette gesucht. Nach einer Woche habe ich ohne diese Dinge überhaupt nicht mehr einschlafen können. Und am Ende von der zweiten Woche da habe ich dann auch tagsüber so Aufputschmittel genommen, damit ich wenigstens halbwegs wach ins Gemeindeamt habe gehen können. Ja, schau dir an. Schau dir das an, was diese sogenannten Tranquilizer so einer machen. Und
Ich frage mich, was soll das alles? Für was quäle ich mich eigentlich? Mach keinen Unsinn, Toni. Nicht. Nachdem ich die Evelyn um jede Minute Leben hab kämpfen sehen. Ich bin kein Junkie, Johann. Aber ich hab die Kontrolle verloren. Ich schwöre dir, ich krieg das schon wieder in den Griff. Ich habe auch schon erste Schritte eingeleitet. Aber ich brauche noch ein bisschen Zeit. Okay. Na endlich, das Ehepaar Schmiedl bricht auf Zimmer 165 und dann kommst du sofort wieder und hilfst den Herrschaften hin mit dem Koffer. Hotel der Bär, Anita am Apparat, guten Abend. Tja, da staunst du was, Gerdi? Seit heute. Aber höchstens bis übermorgen. Ach, kennst du ihn doch, ruft erst die Feuerwehr, wenn das Haus längst abgebrannt ist. Mhm. Freitagabend, 4 Personen im Kaminzimmer. Ist gebockt. Ciao. Und grüß die Elena ganz herzlich von mir. Guten Tag. Schönen Aufenthalt. Danke. Dankeschön. Danke. Du weißt aber schon, wie viel mir das bedeutet, dass du da bist, gell? Also gut, schwamm drüber. Du bist und bleibst halt mein trampeliger alter Papa. Aber ich hab dich trotzdem lieb. Hm. Eva, es tut mir leid. Ich hoffe, du weißt, was auf dem Spiel steht. Besser als du. Na dann. Eva, ich hab dir gesagt, ich kann nicht. Ich hab mein Wort gegeben. Mir auch. Aber das zählt ja vermutlich nicht so viel wie das Wort, das man dem Bürgermeister gegeben hat. Wie kommst du denn da drauf? Man nennt es das kleine Einmaleins. Also, du bleibst dabei, ihn zu decken. Und überhaupt, dass sich der Bürgermeister an so einem Abend entschuldigen lässt, das ist ein Skandal. Warum schon wieder? Magenverstimmung. Leute, ich verstehe, dass ihr sauer seid. Aber das bringt doch nichts, wenn wir uns jetzt gegenseitig. Du bist ja nur neidisch, dass der Umsatz von deiner Jausenstation es in 100 Jahren nicht mit dem von der Rübezahlalm aufnehmen kann. Und Eva, warum traut sie die nicht her? Irrtum, Kirchbichler. Hier bin ich. Michel Hesbitt. Aha. Haben sie ihn wieder rauslassen? Jetzt hören wir mal ganz genau zu. Er war nie drin, sondern hat lediglich nur eine Aussage gemacht. Ach, die Polizei nimmt doch keinen unschuldigen Bürger mit aufs Revier. Da müssen sie doch einen handfesten Verdacht haben gegen den Johann. Schon mal was von Zeugenaussage gehört? Ach, für mich steht fest, dass es war und damit passt er. Da gibt's gar kein Radi nicht. Wo ist denn eigentlich der Toni? Dem geht's nicht gut. Der kann dem Johann auch nicht mehr helfen. Immerhin ist es sein Auto gewesen, das den Unfall verursacht hat. Ja, aber er ist nicht gefahren. So, jetzt reicht's mir aber. Alle, wie ihr hier sitzt, kennt ihr den Johann länger als ich. Und ihr wisst ganz genau, wie oft er noch mal raus ist, um mit dem Hubschrauber oder zu Fuß noch Verletzte vom Berg zu holen. Und wie oft er dabei sein Leben riskiert hat. Und ihr wisst ganz genau, dass der Johann kein Feigling ist, der einfach jemanden niederfährt und dann liegen lässt. Und wer ab sofort noch ein einziges Wort gegen meinen Mann sagt, der handelt sich eine Klage ein wegen Verleumdung und Rufmord.
Schöne Freunde seid ihr. Gut gebrüllt, Löwin. Es nützt halt nur bei diesen Sturköpfen nichts. Wenn die sich mal was in den Kopf gesetzt haben, dann... Warum sagst du das? Wenn ich irgendwas für dich tun kann? Wenn du Lust hast, komm einfach mal auf den Kaffee vorbei. Mach ich. Bestimmt. Dank dir. Weißt du, was am schönsten wäre, Maria? Ein Marillenbrand. Nein, keine weltlichen Genüsse. Oh, 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 jetzt aber. Weißt du, Maria, ich krieg halt manchmal so Druck von oben. Wegen dem Alkohol? Nein, wegen der Quote. Ach so, vom Bischof. Ja. Zu viel alte Leute und kein Nachwuchs in Sicht. Naja, es ist ja nicht so, als wären wir die einzige Gemeinde, die der Schuh drückt. Aber die, die ihm schon lange Dorn im Auge ist. Tja. Ja, was soll ich denn machen, wenn die ganze Jugend im Internet rumsurft? Nix. Ja, und darum muss die nächste Jugendgruppe ein voller Erfolg werden. Verstehst? Ich habe mir nämlich einen LKW-Gummischlauch besorgt. Das ist ja viel besser als ein Gummiboot. Ja, jetzt muss ich ein bisschen üben probieren, weil sonst blamiere ich mich. Jetzt habe ich bloß ein Problem. Wie komme ich mit dem Gummischlauch zum Wildbach? Der Johann kann dich doch fahren. Der will eh zum Sautnerhof. Du, Friedl, ich mach mir Sorgen um den Johann. Gerät doch einmal mit ihm. Ja, das mach ich. Wegen dem Unfall. Maria, sag mal, der Marillenschnaps, ist der selber gebrannt? Ja, was denkst denn du? Ja, ein kleiner Schnapsal, das geht allweil. Das meine ich doch auch. Da schau her. Lass das schmecken, Prost! Dankeschön, Prost. Eva? Jetzt bitte, das ist der Anrufbeantworter. Du musst doch nein, du musst doch selber durch. Hallo? Ich krieg meinen Gummischlauch, hey. Nicht in ein normales Auto. Also wenn dir da was dazu einfällt, dann ruf mich doch mal zurück. Du musst Maria, bitte, hörst jetzt mal auf. Was komm, ich hab dich konzentriert. Johann, hast du es jetzt verstanden? Also ruf mich bitte ganz dringend zurück. Das ist dringend. Sofort, Maria, gib's jetzt Ruhe. Sorgen, hä? Solltet ihr auffallen, dass ich nicht da bin. Ich schlafe oben auf der Alm im anderen Gästezimmer. Und übrigens, Nachkommen ist wirklich zwecklos. Guten Abend. Los. Was ist mit der los? Eva, schlafst du schon? Ich wollte dir bloß gute Nacht sagen. Und dass du keine Sorgen machen brauchst. Es wird alles wieder gut. Und dann wollte ich dir nur sagen, das Wort, das ich dir gegeben habe, das bedeutet mir mehr als alles andere auf der Welt. Ich brauch bloß noch ein bisschen Zeit, ja? Schlaf gut.
So, zwei Wurstbraten für den Wally. Zwei Besteck, einmal, zweimal. Und hier, zweimal. Sag mal, Maria, warum muss denn dein Sohn eigentlich ausgerechnet heute mit dem Friedel durch die Gegend fahren, wo so viel los ist? Er will sich auf dem Sattnerhof die neuen Fohlen anschauen. Außerdem kann der Bub schließlich nicht nur arbeiten. Stimmt. Den Rest der Zeit verbringt ihr auch neuerdings auf dem Polizeirevier. Maria! Maria, jetzt wart halt! Ich muss bestellen, bitte. Einen Moment, ich bin gleich weg. Maria! Maria, es tut mir leid. So habe ich es nicht gemeint. Es fehlte noch, dass wir uns jetzt auch noch bekriegen. Und wenn es doch war? Er war es nicht. Aber warum redet er nicht mit uns? Weil er seine Gründe hat, aber er war es nicht. Dein Wort in Gottes Ohr. Die Frage ist doch, darf man einen Freund verraten, um die eigene Haut zu retten? Wenn's wirklich eng wird, dann ist sich jeder selbst der Nächste. Bis auf so ein paar Heilige, die sie dann opfern und für ihren Freund den Tod gehen. Du hast nicht das Zeug zum Heiligen. Bist du da sicher? Ganz sicher. Aber schön war das schon. Ich meine, wenn man jemand hätte, der sich für einen opfert. Ja, aber du hast doch zwei. Ja, aber die meine ich jetzt nicht. Ja, aber die solltest du meinen. So, wir sind da. Da vorne ist. Was ist denn los? Ja, ich wollte mit dem gehen. Ich denke, du hast Angst vor dem Pferdl. Schon, aber. Das ist doch ein Schmarrn, Friedl. Ich kaufe jetzt meine Fohlen und du fährst zum Wildbach. Ganz allein. Hast du deinen Schlacht dabei? Ja. Und in einer Stunde holst du mir wieder ab, gell? Hier. Logisch hier, wo sonst? Ja, klar. Stund im Haflingerhof. Ja, und der Schlüssel? Hier steckt. Ich geh rasch rüber ins Touristenbüro. Ja. Gestern beim Stammtisch. Das ist total blöd gelaufen. Ja. Wieso? Das war, als ob's der Eva den Prozess machen würden. Der Eva? Ja, schließlich ist sie mit dem Johann verheiratet. Wenn das dann doch war? Schmarrn. Der Johann doch nicht. Warum fahrt ihr dann mitten in der Nacht mit deinem Auto umeinander? Was heißt mitten in der Nacht? Das war Eva. Sagt er jedenfalls. Also, wenn was ist, ich bin drüben. Wo bist du? Für den ersten Versuch.
Es wird noch gelacht, wenn die Jugendgruppe nicht geschlossen zu mir in die Kirche eintritt. Drei Bier, drei Cola und? Zwei Milchkaffee. Zwei Milchkaffee. Das war dann alles hier an dem Tisch. Auch noch ein Kaffee dazu. Okay, lass die wirklich ungern ganz allein. Jetzt macht er dir auch nicht um mich Sorgen. Dann geht das Eis ein bisschen langsamer und wem es nicht passt, der soll seine Brotzeit woanders machen. Grüß euch, da kommen wir wohl gerade recht. Hm? Na? Konditionsmängel, was? Kein Mann, kein Job und alt werde ich auch noch. Aber zumindest dein Humor hast du nicht verloren. Als dann. Ich bin doch neuerdings dem Hochwürden seine Perle auf Rädern und will die Zeit nutzen, wo er nicht daheim ist. Gab's dir nicht, was der Mann in zwei Tagen Chaos jetzt anrichtet? Jetzt hau schon ab! Küche oder Service? Danke dir. Dann Küche. Ich gern die Speisekarte. Kommt gleich. Also gut. Aber wie ist es auch nicht jeden Schilling wert? Ja, schon das, glaube ich. Ist klar, ich muss los. Rufst du mal, wenn ich es abholen kann? Ja, ich mache. Gut, servus. Okay, servus. Schmarrn und noch ein Kartoffelsalat. Fertig. Moment. So. Warte. Hm. Mm. Woher weißt du, dass ich seit dem Frühstück nichts gegessen habe? Siebte Kellnerinnen sind. Und gleich habe ich uns zwei schöne Steaks in die Pfanne. Der Salat ist schon fertig. Perfekt. Es ist wirklich ein Jammer, dass du in München wohnst. Hm? Nicht, weil du mir so klasse hilfst, einfach nur so eben. Als Freundin. Weißt du, manchmal spüre ich sogar mit dem Gedanken, vielleicht doch. Was? Bringt Unglück, wenn man über Unglück die Eier spricht. Sogar mit einer echten Freundin. Aber jetzt freuen wir uns auf Eis. Gell? Was machst denn du für Eis? Schokolade. Vanille und Schokolade. Yes, ist ne. Kim, schau mal da um mit zum anderen Auto. Geh, schnell eine. So eine Frechheit. Ich bin Pfarrer. Herrschaftszeit. Also auf sowas lasse ich mich nie wieder ein. Scheinheiliger Hund, Scheinheiliger. Entschuldigung. Sollten Sie mich nach Emma mitnehmen? Steig ein. Dankeschön. Geschickter Himmel. Wirklich verfahren. So, wo sind wir? Warum machst du das mit mir? Hab ich dir irgendwas getan? Hab ich irgendwas gesagt? Warum prüfst du mich so? Ha? Alle neumodischen Autos haben ein Navigationssystem. Navigationssystem, da haben wir es doch. So. G.
geben Sie den Zielort ein. Elmau. Jetzt sag halt was. Die Ute wird berechnet. So, Dankeschön. Da haben Sie eine Riesenbrotzeit verdient bei mir. Servus. Johann! Jenny, was ist denn los? Der Meixner, Ferdi, er ist gestorben. Was? Und mein Vater sagt, bevor ihre Unschuld nicht lupenrein bewiesen ist, darf ich nicht mehr herkommen. Oh, Scheiße. Das tut mir leid. Mein Gott, wenn der Vater mit dem Sohne. Das muss verboten werden. Was? Väter? Oder Gymnastik? Kind zuerst auf. Beides. Aber mal im Ernst, der hat doch einen Sprung in der Schüssel, oder? Ich trau's mir ja kaum zu sagen, aber ich bin heilfroh, dass sie sich an Timmy auslässt. Hier, sonst hätte nämlich mich am Wickel, weißt du? Frau Leitner hier, Frau Leitner da, die Handtücher sind schmutzig, meine Frau friert und so weiter. Und der oder Frau? Glaubst du, er hat das Kind alleine gemacht? Ist der Johann schon da? Ich dachte, ihr seid zusammen unterwegs. Ich habe mich ein bisschen verspätet. Und als ich am Haflinger Hof ankam, da war er schon weg. Oh. Ja, hallo? Hallo, Maria. Darf ich? Oh Gott. Ja. Ja. Ja, natürlich kann ich dich abholen. Der Maxnerferdi ist tot. Ich fahr runter, die Maria holen. Kommst du mit, Friede? Ja, klar. Anita, kannst du absperren? Ja, mach ich. Mein Gott, wo bleibt's denn? Hast du Johann gesehen? Der hat doch heute die große Kutschenfahrt. Wie? Der fährt trotzdem? Ja. Mein Gott, der arme Ferdi. Das macht jetzt alles noch viel schlimmer, gell? Ich weiß es nicht genau, aber ich fürchte ja. Komm, ich muss noch ein paar Unterlagen aus dem Gemeindebüro holen, dann fahren wir nach Hause, ja? Maria, ich weiß ja, dass ich eine zusätzliche Belastung für dich bin. Also wenn du dir ein paar Tage frei nehmen willst. Magst wohl auch nicht mehr mit den Leitners in Verbindung gebracht werden. Sag mal, bist du jetzt narrisch? Ich weiß so gut, dass der Johann zu sowas nie imstande ist. Als wie wenn es mein eigener Bruder wäre. Jetzt komm. Wir sehen uns. Ja. Was ist denn los? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das Gefühl kenne ich gut. Bitte. Nahegelegt, für ein paar Tage freizunehmen. Bis der Sturm sich hier gelegt hat. Die fangen jetzt hier alle an zu spinnen, oder wie? Wir werden geächtet. Bitte, lieber Herrgott, mach, dass dieser Albtraum ein Ende hat. Amen. Er ist einfach nicht besonders nett. Zu Timmy nicht und zu mir auch nicht. Was heißt für Sie? Nicht nett.
zweifle immer nur, dass wir funktionieren. Besonders Timmy. Es reicht ihm nicht, dass er der Klassenbeste ist. Er muss auch noch der Beste im Sport sein und der Größte und der Stärkste ist. Er ist einfach nie zufrieden. Aber das Schlimme daran ist, der Timmy, der weiß das. Und deswegen möchte er immer noch mehr machen und noch mehr bringen, damit der Papa ihn bloß lieb hat. Und zu Ihnen ist er auch nicht nett? Wenn er Sex will, schon. Entschuldigung, Herr Pfarrer. Und wissen Sie was? Diesen wirklich netten Herrn Leitner, der Timmy das Leben gerettet hat, den hat er bei der Polizei verraten. Ihr Mann war das. Er hat es ihm einfach nicht verziehen, dass er schneller im Wasser war als er. Aber irgendwann muss er doch nett gewesen sein. Sonst hätten sie ihn ja nicht geheiratet. Der war noch nie nett. Das habe ich nur gemacht, weil Timmy unterwegs war. Sie wollten einen Rat. Die Ehe ist zwar ein heiliges Sakrament, aber wenn Sie Abstand brauchen, dann dürfen Sie sich schon trennen. Für eine Weile. Sie meinen, ich? Ja. Und wie lange kann so ein Abstand dauern? Tja, das müssen Sie für sich selbst entscheiden. Pfarrer. Danke Ihnen. Manchmal machst du es mir so leicht, manchmal finde ich keinen Sinn. Weißt du schon? Johann, so geht das nicht weiter. Nicht nur unseretwegen, sondern auch deiner Mutter zuliebe. Du musst endlich reden und wissen, zu wem du stehst. Warum sagst du nicht einfach die Wahrheit? Vielleicht hast du recht. Ich komme mir vor wie ein Verräter. Dazu habe ich ihm jetzt den letzten Tritt verpasst, der in die Klippe runterhaut. Sag ihm einfach, dass wir für ihn da sind und dass wir ihn nicht hängen lassen. Aber nur, wenn er sich stellt. Hm. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Nein, nein. Ich muss jetzt allein durch. Und vielen Dank. Komm, komm ab. Barbara. Guten Morgen. Ich muss halt mit dem Toni reden. Der ist noch nicht da. Wieso nicht? Ich weiß auch nicht. Toni? Was ist denn los? Mich hängen.
Reiche gleich mal durch. Danke. Tag. Grüß Gott. Damit mir da kein Kratzer rankommt. Das ist ein Markenrad. Den Koffer ganz zum Schluss einladen, damit er oben liegt. Ja, ja. Ich hoffe, Ihr Bus ist diesmal sauber. Nicht wie beim letzten Mal. Du Depp, du Blätter. Ist eigentlich was Neues in der Fahrerfluggeschichte? Ja. Johann ist gerade dabei, dem Betreffenden zu sagen, dass er ihn nicht mehr deckt. Zeit war's. Männer. Er wollte halt nur zu seinem Wort stehen und ein guter Freund sein. Du kennst ihn doch. Pubertäre Männerfantasien von Treue schwören und Blutsbruderschaften am Lagerfeuer sind es sonst nichts. Oder würdest du eine Freundin in so einen Konflikt bringen? Ja, natürlich nicht. Meine Rede. Männer. Du sagst es. Zeit. Und bis dahin hast du es garantiert drauf. Mach dir keine Sorgen. Oh. Herr Leitner? Ja? Schon wieder. Grüß Gott. Dem Chef verlangt noch mal nach Ihnen. Und wenn ich mich weigere? Würden wir Sie wahrscheinlich dazu zwingen müssen. Ach so. Ja, der will meine Steuern noch fertig machen. Ungern. Aber zusammenräumen darf ich es bestimmt. Wenn es unbedingt sein muss. Bin gleich wieder da, Moment. Wollen Sie vielleicht einen Kaffee? Nein, danke. Sie bitte mal anhalten, ich möchte meiner Frau Bescheid sagen. Ist schon okay. Dieter. Der Polizeichef von Kufstein will mich noch mal vernehmen. Ruf bitte den Dieter Weber an, den Anwalt aus München, der weiß Bescheid. Ja, was ist denn los?
Mein guter Freund hat sich abgesetzt. Also jetzt fahr weiter. Warum er der Polizei nicht einfach den Namen nennt und basta. Er steht halt zu seinem Wort. Der beste Freund der Welt, der kann nicht verlangen, dass man für ihn in den Knast geht. Es ist alles keine Frage der Ehre oder Loyalität, es ist einfach nur bescheuert. Mittlerweile hat der Johann ein ganz anderes Problem. Jetzt, wo der Täter weg ist und der einzige Zeuge eindeutig den Johann belastet, ja, was nützt ihm da, wenn er sagt, wer es war? Jetzt hör schon auf, um den heißen Brei zu reden, Friedel. Weiß doch eher jeder, dass wir vom Toni reden. Wie bitte? Das ganze Dorf weiß es? Naja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Und warum sagt keiner irgendetwas? Ich werde euch nie verstehen. Schau mal, was ich da gefunden hab. Ja, da schau her. Aha, na, da schau ich her. Herr Alter, er bestätigt alle Ihre Aussagen und nimmt die ganze Schuld auf sich. Also, dann lassen Sie ihn jetzt frei. Ihr Mann war nie in Haft, Frau Leitner. Ich wollte lediglich nur ein paar Details von ihm wissen. Und dass Sie unterdessen den Fall lösen, so in Hand umdrehen, konnte ich ja nicht ahnen. Was geschieht denn jetzt mit meinem Kirchbichler? Zuerst müssen wir ihn mal finden. Tja, du bist ja noch da, Kind. Leider. Und immer noch fleißig. Also, wer immer das verzapft hat, ist kurz noch einmal eins vor der Schule abgegangen. Also, Bruchrechnen war noch nie meine Stärke. Du hast das immer wieder gedacht, du schaffst das alles im Alleingang. Bloß keinen Fremden in die Karten schauen lassen, bloß niemand einstellen, der vor irgendwas eine Ahnung hat, hm? Naja, du wolltest ja nichts. Stimmt. Aber, so wie die Dinge jetzt stehen. Du, ich zahle dir ein richtiges Gehalt. Keine Chance. Plus Kost und Logis natürlich. Eigene Wohnung. Eigene Wohnung? Nee. Dann eben nicht. Also gut, abgemacht. Und ich will Prozente. Ja, was denn für Prozente? Vom Hotel natürlich. Ja, aber Kind, du erbst doch sowieso mal alles. Ich lebe aber jetzt und die Kohle will ich auch jetzt ausgeben. Wie viel? Tja. 20? 30. Na, das ist mein echter Ruin. Im Gegenteil, Babylon, ganz im Gegenteil. Ab jetzt geht's mit uns steil bergauf. Ja, wenn du das sagst. Hast du schon ein Loch im Bauch? Ein ganz großes? Ja. Das war recht. Oh. Der Germknödel? Lecker. Lecker. Danke. Eva! Du, Mama, mit Papa ist es viel schöner. Der Toni hat sich gemeldet. Was? Von wo? Aus einem Sanatorium. Bis es ihm besser geht, wird das Verfahren ausgesetzt. Erst dann kommt es zum Prozess. Ja. Der Kommissar meint, weil er sich doch selber gestellt hat, sieht es gar nicht so schlecht für ihn aus. Okay. Der Toni hat sich gemeldet. Zusammenbleiben! Sehr gut!
bleiben. Jawohl. Schon wieder fest. Das gibt's doch nicht. Hilfe! Hilfe! Erstes. Johann! Ja? Hilf mir! Wollen wir ihm helfen? Nein. Heute überlassen wir das Helfen ausnahmsweise den anderen. Also gut.